Hey ho, Monsterfreunde, da sind wir wieder. Und es ist dunkle, dunkle Nacht in unserer Welt geworden. Wir werden jetzt mal kurz ans Haupt-ME gehen und Ist nicht schon helfen. wieder? Ich wollte es gerade sagen, und helfen ihm immer jetzt mal irgendwie ein Problem zu lösen. Dein Problem. Ohne das kriegen wir keine Tesserakte. Wenn wir Wo das ist. doppelt haben. Da ist ein Induction Smelter. Ach so, irgendwie haben wir hier nur Hier. Zugriffsrechte, warum auch immer. Hier auf meiner Seite, da wo. Da muss es irgendwo sein. Das ist es nicht. Warum ist das so dunkel? Ist da Hardenglas? Der da ist es. Und da ist Hardened Glass drin. Raus, bitte. Genauso wie Dark Iron Ingot und Electrum. Raus und raus. Also alles raus. Ja. Und gelöscht. Brauchst du die Rezepte noch? Ja, brauche ich zum Teil. Haben wir noch. Also harten Glas habe ich gelöscht. Gut, den Rest kannst du mir so zuschmeißen. Jetzt müssen wir nur noch wissen, ob wir. Haben wir hier noch einen Pulverizer? Ein Pulverizer haben wir hier auch noch, ja? Ist da Obsidian-Pulver? Ja. Aus. Flucht. Das erklärt auch, warum das funktioniert hat. So, dann können wir mal gucken. Ja, ich muss die Rezepte bei mir wieder reintun. Das geht noch nicht. Okay. Noch sind sie nicht da, oder haben wir sie? Nö. Dann noch harten Glas. Hatten was? Harten Glas, guck mal nach. Was es Ob in wir dem E gibt. Hard? Nö. Nö, nö, nö. Und Obsidian? Pulver. Ob sie? Davon haben wir noch was. Guck, wir nehmen hier mal Und alles kurz raus. Craftable ist es auch nicht. Cool. Das ist schon mal gut. Dark Iron. Da. Obsidian-Pulver kannst du jetzt wieder herstellen. Jetzt müsste auch Aden. Oh. So rum war das. Jetzt müsste das auch gehen mit den Tesserakten. Ich habe dir mal den einen Lager-Tesserakt mal das Senden von Energie rausgenommen, ne? Tesserakt senden von Energie. Ja, da stand Send and Receive. Okay. Ja, dann macht er beides. Ja, Das aber ist doof. dann saugt er aus einem, ja, saugt aus einem in den anderen. So, wie sieht's aus hier? Geht nicht. Also noch craftet er nicht weiter. Dann nimm mal raus und wieder rein. Dann harten Glas. Passiert gar nichts. Craft one. Und immer noch. Tesseract Frame full. Also er befüllt die nicht. Hey, wieso sind die jetzt alle auf einmal aus? Wie aus? Erstens mal, ich kriege kein Tesserakt hier nicht mehr rein. Kommt nicht mal irgendwas in die Maschine. Aber zum Abpumpen auf einmal sind mir alle Maschinen aus. Da steht nichts drunter. Ja, Okay. bei mir hängt es gerade zur Zeit, deswegen kann ich nicht gerade schnell nachgucken. Na gut, wir können dann schon mal weitermachen. Wir verschwinden jetzt mal in den Turbinenraum, wie immer. Das ist somit mein neuester Lieblingsraum, muss ich echt sagen, ne? Da lagert so viel Strom. Das ist so genial. Und um den jetzt auszuheben, habe ich das hier schon mal rot markiert und man sieht, was wegfallen wird. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Das machen wir erstmal weg. So.
Und dann schlagen wir uns hier fleißig durch die Steamboiler. Mal gucken, vielleicht werden wir die an anderer Stelle nochmal aufbauen. Aua, Alter. Dafür, dass sich die Räder nicht drehen, machen sie aber ganz schön Schaden. Welche Räder? Die Hydrokinetic Engines. So. Kommst du her? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann müssten wir theoretisch, wenn wir jetzt noch den Aquarius-Akkumulator löschen, zapp, und hier das so machen, dann müsste das eigentlich funktionieren. Ja, vielleicht sollten wir das auch noch mitnehmen. Oh, schon wieder zugemüllt. Achso, das kann ich ja woanders verstauen. Das ist Elevator. Das weg, das weg, das weg, das weg. Und das weg. Okay. Was brennt denn hier? Irgendwo brennt hier was. So. Jetzt müssen wir uns kurz mal einen Tesserakt ausleihen, ne? Wohl oder übel. Ich nehme erstmal den hier. Hoppala. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt am schlausten? Müsste ich ja dorthin stellen. So. Dann mache ich hier einen kurzen Raum. Einen kurzen kleinen Raum. Dann stellen wir hier unseren Filler. Einmal so. Und Der befüllt die nicht mal. Tesserakt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, den Befehl gibt's nicht mal. Okay. Und dann geht das los. Ich hoffe, er nimmt nicht zu viel weg. Sehr schön. Also das hat schon mal geklappt. So, dann können wir den Tesseract da unten nämlich wieder aufstellen. Warum habe ich denn... Oh, ist eine Ebene tiefer geworden. Hä? Oh, ne, eine tiefe Ebene. Eine Ebene tiefer, so. Egal. Hier kommen Steine hin. Haben wir jetzt ein paar von. Aber nicht genug. Also bleibt das erstmal so. Hier kommen so 4 Stück noch. Reicht. Tesseract. Und der kommt dann wieder. Hoppala. Dann kommen wir, holen wir erstmal hier so rauf. Können die Maschinen weiterarbeiten. Und wir können mehr Powerbank-Module setzen. Eigentlich brauche ich den ganzen Scheiß ja nicht. Warum wurde das nicht gelöscht gerade? Das verstehe ich ja nicht. Gegen den Filler wahrscheinlich zu schnell. So. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Und die waren auch nicht. So. Funktionieren immer noch nicht. Sehr merkwürdig. So. So. Stecken wir uns unseren guten Zauberstab. Und dann werden.
Ist doch richtig, was ich mache, ne? 4 und 3. Ja, gut. Hab schon geahnt. Wollte schon sagen. So, dann haben wir hier die Powerbank ja auch schon voll. Gut, dass wir davon noch welche haben. So. Powerbänke, ich mag Powerbänke. Oh ja, MJ nimmt der auch an, ne? Nur EU nimmt der nicht an. Oh, dafür haben wir unsere Wandler. Ja. Ja, und MJ nimmt der an, aber tut das direkt in der RF machen, ne? Konnte ich das eben gerade, hä? Ich würde das ja gerne. Schade, dass das nicht einfach so geht. Können wir nur mit Shift arbeiten. So. Eins, zwei und drei. Oh, wir haben genug. Glaube ich zumindest. Powerbänke. Zumindest ich noch Oder was? im Inventar. Hoffe ich doch. Ja, Ach, kann ja du hast sein. ja die ganze Zeit gewundert, wo die Turbinenrohrblades sind, ne? Die dir Ah. fehlten. Also ich weiß nicht, wie das geklappt hat, aber die sind automatisch in meinen Rucksack gewandert. So Außeninventar direkt im Rucksack. Da habe ich erst später nachgeguckt. Okay. Gut. Ja, ich schmeiß mal noch. Wie viel haben wir überhaupt im ME drinne? Irgendwas mit 100. Also gucken, dass wir die einzelnen Bänke da irgendwie rauskriegen. So, hier wird fleißig aufgeladen. Wie viel hattest du? Was? Wie groß waren? Achso, nee, die waren größer. 171.000 hast du, ne? Millionen. Milliarden. Nee, Ab sieben. das sind ja sechs Nullen dahinter. Und? Das heißt, du hast irgendwelche 171 Millionen MJ. Kommen wir ganz gut mithalten, glaube ich. So. Dann müssen wir gucken, dass wir diese Turbinen jetzt gepowert kriegen noch. Hoppala. Oder wir verschönern noch den Raum. Und mach das morgen erst. Hieß ja irgendwie, dass wir genug Stein haben, ne? Schön, dass wir wenigstens mal wieder genug Cobblestone haben. Ja. Denn noch für Leute sind da. Das kommt weg. So. Oh, so lässt sich doch super arbeiten. Dann machen wir es halt so. Mir auch egal. Und zapp. Muss ich nicht verstehen. Was denn? So. Der hatte gar keine Verbindung zum ME mehr gehabt. Wer? Die Maschine, der hat die ganze Zeit in den ME-Interface die Items gelagert. Ja, das ist ja geil. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert aber hervorragend. Sehr schön, wenn man da nicht immer runterfallen würde. So, weg jetzt hier. So. So. Und so. Nee, so weit soll das nicht. Nee, das ist Kacke. Cool, Hardenglas produziert er. Okay. Cool. Du
kommst weg. So. Das müssen wir mal von Hand setzen hier. Weil den Raum möchte ich eigentlich nicht aufgeben. Verschwinde. Doch. Definitiv ein Zeichen dafür, dass ich was falsch gemacht habe. Ich habe ein ME-Kabel zu viel. Ich glaube, das jetzt so von Hand jetzt, das ist irgendwie Kacke. So, du kommst weg. Kann man hier immer noch lang gehen? Das passt so. Passt sich doch. So und so und so. Vielleicht lassen wir hier auch eine Tür drinne. Wobei es reicht. Verdammt, das reicht nicht mehr. So und so. Komm, komm, komm. Sitz. Südü. So. Lampe weg. Lampe weg. Kommt bessere Lampen hin. Das weiße Licht kommt dahin. Dann müssen wir ja von hier. Glaube, das ist die Mitte, ne? Ja. So, dann ziehen wir uns hier auch nochmal eine Linie runter. Verdammt. Also ich stelle das jetzt gleich ein, dass es mit den Tesserakten automatisch geht. Aber das Befüllen dauert schon etwas länger, ne? Ja. Du kannst übrigens dein Werkzeug auch in der Powerbank aufladen, ne? Falls du es noch nicht wusstest. Gut. Inverted Lamp. Oh, davon haben wir gar nicht mehr so viele. Da müssen wir nochmal weißes, wie auch immer das Zeug heißt. Ich weiß es nicht mehr. Zap, 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 zap. So. Da kommt keine mehr hin. Dann würde ich sagen, produzieren wir noch ein paar Lampen und dann ist die Folge auch schon so gut wie vorbei. Keine Lampen, ey. Nee, Lampen sind aus. Ich hätte vielleicht nicht alle verbrauchen sollen. Hätte ich mir das Rezept besser merken können. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kommt auch weg. Der kann weg. Das. Noch irgendwas. So vielleicht. Aha. Inverted. White Lamp. Ja. Oh, wir haben keine Glasplatten mehr. Glasplatten. Glas. Ja. Eieiei. La 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 la. Okay, wir haben hier welche. Und wir haben keine mehr, Alter. Produzier doch mal 1500. Jo, es funktioniert mit den Tesseracken. Okay. Oh, gut, drei Sticks. Drei Sticks könnten auch erstmal reichen. Und Also noch kriegen wir. Cobblestone machen. Es kann sein, ja. Also, ja, dann schalt das mal aus, weil ich habe schon Dauerproduktion. Ja. Reicht, wenn ich einen Strom verschwende, oder? Nö. Nee. Nö. Da meine Turbinen eigentlich nicht mehr ausfallen dürften und selbst wenn, da immer noch gute über 4 Millionen MJ
sind, denke ich mal, dass wir ruhig ein bisschen verschwenderischer leben können. Ja, aber dennoch fällt das einem eher wohl dann aus, ne? SME war ja noch auf, leider auf meinem alten Lagerstrom. Und das läuft jetzt auf Turbinenstrom. Das müssen wir hier auch nochmal ändern. Sehe ich gerade. Oh, hallo. Alte Mobfalle umgerüstet zu einem Stromlager. Naja, das habe ich ja gesehen. Gefällt mir viel besser. Ist auch gut. Irgendwie Deine höre ich. Tankanzeige, wie groß möchtest du die haben? Wie groß? Ja, du Ach so. kannst die ein Block, zwei Blöcke, so weit wie du willst. Ja, kommt drauf an, wie viel ich daneben noch setze, ne? Ja, willst du nur Lava da haben von dem Haupttank? Oder wie? Ja, ich weiß ja nicht. Ich möchte ja auch irgendwann mal so einen Computerraum haben, sag ich mal, mit verschiedenen Tankübersichten Okay. und Strombedarf und. Ja, natürlich. Kann man eigentlich die Pumpen auch Redstone powern? Das weiß ich nicht. Ich glaube, hier bin ich aber noch nicht ganz oben, oder? Ne. Hops. Ah, okay. So. Das muss hier weg. So und so. Dann können wir hier nämlich auch so machen. Vorerst. Okay. Ich bin am Überlegen, ob ich, wenn die Turbine läuft, wobei es gibt einen Computerport, hieß es. Computer auf Ja, dem und Server. ein Computerport für die Turbinen. Ach so. Vielleicht ist das ja auch so ein Import, Teil für Redstone. Ja, das könnte sein. Haha, das geht nicht. Verdammt. Das geht hier nicht. Das bleibt dann so. Du kommst weg und du kommst dorthin. Da kann ich leider nicht setzen. Die Lava-Anzeige, also für den Lavatank, wo willst du den haben? Ja, am besten zum ME. Du weißt doch nicht wohin. Nee, das machen wir in der nächsten Gut. Folge. Okay. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und morgen geht's weiter. Und wir haben vielleicht so ein bisschen, vielleicht noch eine Turbine aufbauen. Oder Sachen erstmal. Ach, wir müssen ja Sachen erstmal craften. Ah. Eieiei. Ja, gibt auf jeden Fall noch viel zu tun und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.